meine Glühbirne und herzlich willkommen zurück zu, ich wollte schon Minecraft sagen, Magic Arena. Ich habe ja schon mal vor ein paar Videos angekündigt, dass ich eigentlich ganz, ganz gerne die ganzen Standard-Decks von Magic Arena vorstellen würde. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt auch. Anders gesagt, ich werde jetzt abwechseln. Ein Video mit Standard-Deck, ein Video mit einem Deck, was ich irgendwo gefunden habe, was ich selbst zusammengestellt habe, was ihr mir vorgeschlagen habt. Und das wird jetzt immer abwechselnd kommen. Und wer nicht weiß, was Standard-Decks sind, wir haben beim Spiel selber, wo ich auch ehrlich gesagt ein bisschen gespannt bin, wie das aussieht nach der Rotation, weil hier sehr viele Karten dabei sind, die nach der Rotation verschwinden werden. Wir haben hier aber einen Haufen Standard-Decks bekommen zu Beginn des Spiels. Sobald man halt ein paar Missionen gemacht hat, hat man insgesamt diese 10 Decks. Und die haben alle jeweils zwei Farben und ich würde ganz gerne die Decks vorstellen. Deswegen werde ich jetzt immer Videos machen, wo ich eine Runde Ranked mit diesem Deck spiele, eine Runde Unranked. Es sind wirklich nur die Standard-Decks, nicht irgendwie von mir modifiziert. Und wir fangen mit Über die Planke gehen an, was ein blau-schwarzes Piratendeck ist. Anders gesagt, wir haben hier sehr viele Piraten in unserem Deck, die miteinander synergieren und darauf eigentlich aufbauen, dass sie vor allem auch recht viel mit Überfall arbeiten. Das bedeutet, dass Überfall sehr starke Effekte sind, beziehungsweise Fähigkeiten sind, Effekte ist auch Yu-Gi-Oh!, die durch den Angriff von einer Kreatur vorher ausgelöst werden. Anders gesagt, wenn wir eine Kreatur haben, die angegriffen hat, wird dieser Effekt ausgelöst, beziehungsweise diese Fähigkeit. Ich habe vor kurzem wieder Yu-Gi-Oh! Gespielt, deswegen sage ich wieder Effekt. Zum Beispiel in diesem Fall, zu Beginn deines Endsegments und falls du in diesem Zug mit mindestens einer Kreatur angegriffen hast, decke die oberste Karte deiner Bibliothek auf, nimm sie auf deine Hand. Du verlierst Lebenspunkte in Höhe der umgewandelten Mana-Kosten der aufgedeckten Hand. Ist halt jetzt nicht das beste Beispiel für eine geile Fähigkeit, aber eine ganz gute Fähigkeit, um einen Card Draw zu machen. Eigentlich ist die Karte scheiße, aber das sagen wir mal jetzt nicht so laut. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Deck funktioniert. Und ich würde sagen, ganz weit runter scrollen. Ganz weit runter scrollen. Ach, kann man in Ranked gar nicht mehr in Standard-Decks spielen, oder was? Oder bin ich gerade blind? Ich bin gerade blind, oder? Nee, hä? Warum kann ich damit nicht in Ranked spielen? Ah, hier ist es. Ich war schon verwirrt. Ich habe das Deck nicht gefunden. Naja, passiert. So. Ja, ich bin gespannt, wie das mit dem Deck läuft, weil ich habe ehrlich gesagt selber mit diesen Standard-Decks sehr wenig gespielt. Eigentlich hauptsächlich mit unstillbarer Durst. Einfach nur, weil unstillbarer Hunger war es. Ach, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall irgendein Deck gemacht, was Durst heißt statt Hunger oder Hunger statt Durst. Und deswegen verwirrt mich das immer so. 3 Mana, 2 verschiedene Farben, eine recht gute Mana-Kurve, auch wenn das hier ein bisschen aus der Reihe fällt, aber das passt. So, das sollte gut werden. Lenkdrachen Corsa ist zum Beispiel eine Karte, die recht cool ist, einfach aus dem Grund, weil man sehr schnell damit einen halbwegs okayen Flieger auf dem Feld hat. Und wir haben recht viel Blaues, also spiele ich mal mehr auf Blau. Das Problem ist, er hat nur fliegend, während er, ja, nicht angreift. Was natürlich auch einen Vorteil haben kann, wenn der Gegner zum Beispiel eine Karte hat mit Zerstöre alle fliegenden Kreaturen. Übrigens brauchen wir jetzt hier nicht groß erwarten, dass wir bei Ranked viel Chance haben werden. So schon als Vorwarnung. Also Ranked dient eigentlich immer nur, um zu zeigen, wie wir zerstört werden. Und wenn der Vertreibungsmagier ins Spiel kommt, bringe einen Kryptor deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Das machen wir dann, glaube ich, auch direkt. So. Ich mag dich nicht, Laubsiebendruide. Du machst zu viel Mana. Aber okay, wir haben jetzt hier ein rot-grünes Deck. Das ist natürlich unschönes Match für mich. Weil die Leute, die mich kennen, die wissen, rot mag ich nicht, Tordecks mag ich nicht und rot-grüne Decks mag ich erst recht nicht. So. Den hebe ich mir noch auf. Dieser Spruch kostet beim Wirken eins weniger, falls du in diesem Zug mindestens eine Kreatur angegriffen hast, fliegend. Das werden wir dann auch gleich ausnutzen. Vertreibungsmagier, greif an. Und dann spielen wir die Sirenenplünderin. Bringt uns jetzt nicht viel, dass wir jetzt diesen einen Mana sparen, aber es bringt uns dahingehend was, dass ich euch mal einfach die Fähigkeit zeige. Weil wie gesagt, diese Runden, die dienen halt vor allem. Hä? Ich habe doch mit einer Kreatur angegriffen. Warum kostet... Ah, okay, normalerweise kostet die 3-1. Ups. Naja, passiert.
Ich habe nicht gesehen, wie es weniger wurde. Aber ja, das ist eigentlich ein ganz cooles Deck. Kann man bestimmt cool modifizieren. Vielleicht mache ich es auch so, dass die Folgen, die zwischen den einzelnen Deck-Showcases sind, mit modifizierten Versionen von diesen Decks arbeiten. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Stimmt, das könnte ich eigentlich echt machen. Erzeuge einen Mana eines beliebigen Typens, das ein Land, das du kontrolliert produzieren könnte, falls mindestens eine +1/+1 auf eine Kondition. Und steuere stattdessen 3 Mana dieses Typens. Ja. Dann warte ich, bis er sein ganzes Mana opfert. Weil ich befürchte, er spart auf eine sehr mächtige Kreatur. Und wenn er die gespielt hat, dann lasse ich sie von meinem Chupacabra sterben. So, jetzt haben wir ganz viele Kreaturen, die nicht geblockt werden können. Und er hat ganz wenig zum Deffen. Das ist sehr gut. Also zum Blocken. Ich muss mir echt das ganze Yu-Gi-Oh!-Jargon rausnehmen. Vor allem, ich hätte eigentlich richtig Bock, Hearthstone-Videos, Yu-Gi-Oh!-Videos noch dazu zu bringen zu Magic. Weil ich liebe dieses ganze Kartenspielzeug eigentlich. Ich liebe Kartenspiele total. Okay. Erhalten Eile. Die sollte weg. Die ist mir ein bisschen zu stark. Ja, ich glaube, das ist ein Fall für den Chupacabra. Weil die mag ich nicht. Dann würde ich sagen, greift die an, weil die kann nicht geblockt werden. Der und der. Ja, okay, wenn er die blockt, dann opfert er 2 Kreaturen von sich. Das kann er auch gerne machen. Mach ruhig. Die sterben mich eh. Vor allem, weil er Elementar, also weil das Elementarwesen sind. Und Elementarwesen haben so den geringen Nachteil, dass man, wenn man ein Elementarwesen-Deck hat, die hochbuffen kann. So. Und er hat aufgegeben. Interessant. Ich habe nicht erwartet, dass wir mit einem Standard-Deck hier ein Gold gewinnen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, Silber kann man noch mit Standard-Decks so halbwegs durchkommen. Darüber sollte man schon wirklich halt gescheite Decks haben. Obwohl die Standard-Decks nicht mehr so schlecht sind. Also ich muss wirklich zugeben, mit ein bisschen Twisting kann man bei den Standard-Decks richtig viel rausholen. Deswegen ist eigentlich echt eine geile Idee, wäre die ganzen Standard-Decks ein bisschen zu verändern. Vor allem, weil ich da ein bisschen mein Deck-Building zeigen kann, weil ich habe bisher sehr, sehr oft Decks aus dem Internet gezogen und die selber ein bisschen abgeändert. Einfach nur, weil mir selber vielleicht Karten gefehlt haben oder sowas. Und das wäre eigentlich mal wirklich eine Idee. Ihr könnt mir ja eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich bin übrigens mit der Hand gerade recht zufrieden. Auch wenn das hier ein bisschen teuer ist, bin ich... Also generell... Ja, okay. Die 3 sind recht teuer. Aber an sich mit dem Lenkdrachen-Corsa kann man zu Beginn schon recht viel rausholen. Und mir ist es auch recht wichtig, dass ich genug Mana habe. Und dass der Gegner nicht AFK ist. Bitte. Fake. Sei nicht AFK. Bitte sei kein Fake-Account. Bitte spiel. Fake. Du bist dran. Hello. Ah, er konnte sich nicht entscheiden. Perfekt. Spielst du jetzt? Please. Do it. Do it for me. Fake. What are you doing? Oh Gott. Dann halt nicht. Langsamer Gegner. Kann ich akzeptieren. Wahrscheinlich macht er uns jetzt gleich total fertig, aber ich akzeptiere es. So. Fallaugenverstrickerin kenne ich selber noch nicht. Wenn die Fallaugenverstrickerin ins Spiel kommt und falls du in diesem Zug mit mindestens einer Kreatur angegriffen hast, kannst du eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. Ich verstehe nicht, warum die hinschreiben, falls du in diesem Zug mit mindestens einer Kreatur angegriffen hast. Das ist durch Überfall schon gegeben. Leute. Naja. Da ich schon Sumpf kontrolliere, ist das ganz gut. Aber ich habe keine Karten ab 3 Mana. Jede andere Kreatur, die kontrollierst und die ein Pilzwesen oder Saproling ist, erhält +1/+1. Der kommt weg. Also, aber der so kommt. Nein. Saproling weg. Nein, der kommt sowas von weg. Spornkron, du kommst weg. Egal, was du mir sagst. Egal, wie lieb du noch guckst. Du kommst weg, du. Ich habe gesehen, was ihr in Last of Us angerichtet hat. Ich will euch Pilzwesen hier nie wieder sehen. Naja. Und wir haben noch einen Chupacabra gezogen. Das heißt, ich kann ganz beruhigt nichts spielen, weil ich vorhin misplayed habe. Fuck.
verfolgen, Missplay. Naja. Er hat zum Glück noch keine Saprolinge. Das ist so mein Vorteil. Ich hätte vorhin einen der überschwemmten Knochenacker spielen sollen, weil ich so oder so keinen Vorteil dadurch hatte, das die andere Karte zu spielen. Wenn die Geiselnehmerin ins Spiel kommt, schicke eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt deiner Wahl ins Exil, bis die Geiselnehmerin das Spiel verlässt. Du kannst hier eine Karte wirken, solange sie im Exil ist, und um sie zu wirken, kannst du Mana ausgeben, als erst Mana deines eigenen Typs. Da ich keine Pilzwesen oder Saprolinge habe, bringt die mir jetzt nicht so viel, aber das kann vielleicht für eine andere Kreatur ganz praktisch werden. Das ist natürlich das Mana. Ausgehungerter Chupacabra. Weg mit dir. So. Und Angriff mit Lenkdrachenkorsa. Und dann würde ich sogar sagen, 5 Mana im nächsten Zug. Alter, zu viele Saprolinge. Dude, das sind echt viel zu viele Saprolinge für meinen Geschmack. Auch wenn es ein bisschen dumm ist, dass er die jetzt schon anfängt zu dezimieren. Okay, ich kann eine Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. Das ist ganz praktisch aus dem Grund, weil Spielsteine, wenn man die zurückbringt, die verschwinden einfach. Also die werden zerstört, weil das sind keine Karten. Und deswegen kann ich damit wenigstens einen Spielstein schon vernichten. Möchtest du eine Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen? Yep, please. Chupacabra wäre halt natürlich auch cool gewesen, weil ich damit dann hätte eine Kreatur zerstören können. Aber im Endeffekt hat er gerade eh nur seine Saprolinge, die ich irgendwie vernichten muss. Und das ist ganz gut. So, jetzt hat er ganz viel Mana. Das ist weniger gut. zu Beginn des Endsegments und falls du mit dem die haben wir vorhin gelesen. Ja, die ist jetzt nicht so prickelnd, aber hey. Ich könnte jetzt noch einen Saproling von ihm zerstören. Was ich, glaube ich, auch machen werde. Weil, so viel ich weiß, wenn man die ins Exil schickt, werden die auch zerstört. Anders gesagt, die tauchen nicht wieder auf. Genau. Perfekt. Jetzt kann ich angreifen. Jetzt sehen wir mal, was der tut. Ob er so blöd ist, mit seinen Setzlingen alles wegzublocken. Nein, ist er nicht. Beziehungsweise eigentlich hätte es ihm sogar was bringen können, außer der kann die jetzt irgendwie total hochbuffen, aber... Ja, okay, jetzt hat er sich ein bisschen geheilt und ein bisschen hochgebufft, aber viel bringen wird es ihm, glaube ich, auch nicht. Denn... Ausgehungerter Chupacabra zerstört jetzt einen seiner Setzlinge, das heißt, er kann nur noch 2 wegblocken. Das bedeutet, der müsste... Ja, okay. Der ist nicht ganz tot, aber fast tot. Er ist auf jeden Fall sehr nah am Tod. Und da er jetzt keine Setzlinge mehr hat, ist ihm auch seine größte Stärke genommen, weil es baut eigentlich alles darauf auf, dass er seine Setzlinge aufbaut. Das hätte ich bedenken sollen. Ups. Kann passieren. Aber wir haben zum Glück noch genügend andere Kreaturen auf der Hand, sodass das für uns jetzt nicht so die Tragik ist. Vor allem, weil ein Deck, was auf Saproling aufbaut, echt jetzt nochmal? Ein Deck, was auf Saproling aufbaut, das hat jetzt nicht so unbedingt die größten Flieger. Ja komm, ich guck mal, ob der das nochmal hat. Wenn ja, dann beschütze ich dadurch meinen Dämonenfürst wenigstens. Ja, okay, ich bewahre mir die Karten auf. Brauche ich nicht. Vor allem, weil ich dann Mord einsetzen kann. Und Mord ist ein Spontanzauber. Und Spontanzauber sind sehr, sehr toll. Ich liebe Spontanzauber. Genau. Deswegen habe ich nicht meinen Dämonenfürst gespielt. Wenn es jetzt noch ein viertes Mal hat, wird es natürlich kritisch. Aber ich wage das stark zu bezweifeln. So. Du kriegst keine Setzlinge. Saprolinge, wie auch immer. Wenn er das jetzt nochmal hat, du, ich raste aus. Okay, wir haben jetzt die Rätselmeister Sphinx. Das ist wenigstens etwas. Und wir haben gewonnen. Okay, 2 Runden mit dem Standarddeck gewonnen. Ihr habt, glaube ich, gesehen, wie das Standarddeck funktioniert. Wenn ihr selber, ja,
Videos bringt zu Magic Arena oder selber spielt, könnt ihr mal eine Runde aufnehmen, wie ihr mit dem Standard-Deck spielt, beziehungsweise wenn ihr vielleicht das durch mich jetzt gesehen habt und das ganz cool fandet, sehe ich gerne. Also, ich sehe wirklich gerne, oh, die Karte ist schön. Jede unterschiedliche Mana-Kosten unter den Nicht-Land-Karten in deinem Friedhof mit einem +1/+1 Marke ins Spiel. Die kann sehr schön werden, die mag ich. Und die Karte mag ich eigentlich auch, auch wenn die nur eine Uncommon ist, dass sie nicht mal so schlecht, finde ich. Ich meine, für 2 Mana kannst du eine Karte ziehen, plus noch einer Kreatur eine Flugfähigkeit geben. Und da es weiße Kreaturen gibt, die irgendwelche Fähigkeiten auslösen, wenn sie verzaubert werden, ist es noch stärker eigentlich. So, und jetzt kaufe ich mir nochmal Hauptset 2020. Und theoretisch könnte ich mir jetzt für mein Field of the Dead Zeug da, also für mein OP-Deck in Anführungszeichen, eine Karte machen, aber ich bewahre mir das, glaube ich, auf. Ich bewahre mir jetzt erstmal die Wildcards auf. Ich werde jetzt erstmal nichts herstellen, craften, wie auch immer, bis zur Rotation. Dann warte ich ein bisschen auf die Meta und schaue, was es da für interessante Decks gibt und dann werde ich damit, ja, das spielen. So, und wie es sich gehört, natürlich auch in diesen Videos, beharrliche Bitte. Los. Warum hat es gerade so geruckelt? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt bin ich gespannt. Ich finde es toll. Also, das Standard-Deck hat mir sehr gefallen. Ich habe, wie gesagt, es selber noch nie gespielt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein bisschen abgewandelt das sehr, sehr cool sein könnte. Also, ich glaube, damit könnte man verdammt coole Sachen machen. Aber ja. Beharrliche Bittsteller. Mal wieder. Ich gehe mal eine andere Taktik. Ich versuche mal nicht die ganzen beharrlichen Bittsteller direkt rauszukriegen, sondern erstmal Mana zu sammeln und den mit Ablöschen zu verlangsamen, den Gegner. Ich glaube, das wäre mal eine Idee. Vielleicht bringt es mir was. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist mein Gegner auch AFK. Das könnte natürlich auch sein. Warum sind die Gegner heute so langsam? Ich bin echt, irritiert. Ach Gott, rotes Tempo-Deck. Warum muss es dies sein? Von allen Decks, warum muss es dies Deck sein? Naja, aber wir versuchen unsere Taktik mal. Wir brauchen halt wirklich Decks, gegen die wir spielen, die langsam sind. Wir haben bisher gefühlt nur schnelle Decks. So ein richtig schön langsames, ja, was gibt's denn da für schön langsame Decks? So ein rotes Drachendeck, das wäre doch schön. So ein langsames Drachendeck, damit könnte man Spaß haben. So. Wisst ihr, wo gerade der Vorteil ist? Beharrliche Bittsteller hat 3 Leben. Anders gesagt, ich kann seine 1-1er-Kreaturen hier erstmal wegblocken. So. Ich blocke erstmal den hier weg. Lege eine 1-1 Marker auf ihn und dann so viele 1-1 rote Goblins, wie Krenkos Stärke beträgt. Fuck you. Okay, das bewahre ich jetzt für Ablöschen auf. Also, falls der jetzt irgendwie eine Karte spielt, die böse ist, damit ich Ablöschen spielen kann. Die jetzt nicht unbedingt gemeint. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder nichts. Ich kann aber auf jeden Fall hier den hier blocken. Dann ist er auf jeden Fall schon mal weg. Jetzt tappen. Dann muss er wenigstens seine eine Karte abwerfen. Stimmt, ich kann das ja auch im gegnerischen Zug machen. Ich brauche mehr Blocker. Ich kann das mit Ablöschen, glaube ich, vergessen. Obwohl, das geht sogar. Ich könnte es schaffen, seinen Damage so weit zu reduzieren, dass ich in der Situation bin, in der ich im Vorteil bin, aber ich weiß es nicht so recht, indem ich halt seine Spielsteine so nach und nach alle zerstöre. Hier, bezahl 2.
Ich weiß, das ist ein bisschen Verschwendung. Aber better than nothing oder so. Nee, das wird nichts. Das können wir lassen. Schade. Aber es wird besser. Taktisch wird es besser. Ich habe schon langsam Ideen, wie wir damit wirklich gewinnen könnten. Aber ich würde dann sagen, das war's. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne wissen. Und auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoro.